Hi, hallo, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie Objekte mit Blender einfach verbinden können. Und dann legen wir sofort los, indem wir ein neues Projekt öffnen. Und von daher haben wir ein neues Projekt hier. Wir können sofort anfangen mit unserer Ansicht einfach zu ändern. Momentan ist es in Perspektive Ansicht. Aber wir können ändern, indem wir einfach hier drücken oder mit der Nummer 5 einfach drücken. Und dann sofort wird es einfach geändert. Sie sehen schon, es ist jetzt orthogonal. Und Objekte können wir zum Beispiel anfügen und hinzufügen, indem wir einfach auf unsere Mesh gehen und fügen wir zum Beispiel, wir können solche Sachen einfach anfügen und wir haben die Möglichkeit, diese Werkzeuge hier zu benutzen, verschieben, rotieren, skalieren, drehen, aber hier unten haben wir auch solche Möglichkeiten, drei Möglichkeiten, also skalieren, drehen und verschieben haben wir auch schon. Also wir können entweder hier unten benutzen oder da oben einfach benutzen. Also von daher können Sie einfach sehen, was Sie damit machen können und von daher sehr schön. Sie sehen schon, was wir hier gemacht haben. Und natürlich haben Sie die Möglichkeit, weitere Objekte einfach hinzufügen. Wir fügen nochmal zum Beispiel ein Kegel drauf und wir können auch immer wieder einfach mit unseren Sachen hier bewegen und einfach, ja, Sie sehen schon, wir können zum Beispiel noch ein bisschen verkleinern, nicht nur verkleinern, sondern auch ein bisschen so machen, bauen, so dass es ein bisschen, Entschuldigung, solche Sachen ausgibt. Und wir haben auch die Möglichkeit nochmal, ja, das hier zu ziehen, wie wir einfach wollen, oder zu reduzieren, wie wir einfach wollen. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Und natürlich können wir auch die Ansicht einfach ändern, zum Beispiel die Kamera sollte zum Beispiel uns zeigen, in dem, es wird links, Sie sehen schon, wie es aussieht. Und wir können auch die Ansicht einfach nochmal rechts drehen, wie wir wollen. Und wir können auch zum Beispiel hinten drehen und so sieht es hinten. Und wir können zum Beispiel vorne aufdrehen und so sieht es vorne. Und unten, so sieht es einfach aus. Und Sie können auch zurück mit der linken Seite einfach anfangen. Sie sehen schon, was wir gemacht haben. Und so können Sie andere Sachen zum Beispiel nochmal hinzufügen. Zum Beispiel, wir haben zum Beispiel nochmal einen Turnus hier. Wir können auch einen Turnus einfach hinzufügen. Und dann drehen wir einfach und sehen wir, wie es einfach zusammengeht. Sie sehen schon, was wir machen. Und von daher können Sie immer hin und hier die Sache einfach hinzufügen und verbinden, wie Sie einfach wollen. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, mit all diesen Achsen einfach zu bewegen und zu haben, was Sie zum Beispiel erreichen wollen. Und Sie sehen schon, wir können zum Beispiel hin und hier bewegen und von daher sehr, sehr simpel. Natürlich können wir einfach hier drinnen lassen, weil es wird nicht so schön, weil wir wollen natürlich auch gucken, wie es einfach aussieht. Und so können Sie einfach die Sache zeichnen. Und momentan sehen Sie, wenn wir eine Achse hier bewegen, das ist unsere Y-Achse, das ist unsere, und dann sehen Sie einfach hier, und diese Achse, wenn wir bewegen, dann können wir einfach unsere Z-Achse hier sehen. Unsere rote Achse ist ganz versteckt, weil wir haben einfach, wir sind momentan links, wenn wir rechts drücken, dann haben wir die Möglichkeit, einfach anders einfach zu bauen, und Sie sehen schon, was wir erreicht haben. Also so können Sie einfach die Sache hin und hier bewegen, verbinden. Sie können auch viele andere mögliche Sachen einfach verbinden, wie Sie einfach wollen. Zum Beispiel noch ein Zylinder dazu. Und Sie können zum Beispiel dieses Zylinder einfach hin und hier verschieben, wie Sie wollen. Und von daher, das ist unser Zylinder. Und es ist ein bisschen größer. Und Sie sehen schon, wir können ein bisschen ja, so machen, ein bisschen ziehen, sodass es einfach oder verkleinern. Sie sehen schon, man kann damit sehr viele tolle Effekte einfach erzeugen. Und Sie können nicht nur in diese orthogonalische Ansicht sehen, sondern in perspektive Ansicht auch sehen. Also von daher sehen Sie schon, wie Sie Sachen einfach verbinden können und weiter. Sie können auch natürlich die Sachen einfach nicht nur verbinden, aber Sie haben auch die Möglichkeit, Objekte zum Beispiel zu transformieren oder einfach zu duplizieren, wie Sie einfach wollen. Und von daher, das ist unsere Zylinder und Sie können noch weiter einfach bauen, was Sie einfach hier haben wollten. Und von daher geht es ab. Und Sie können natürlich nochmal die Position richtig ändern, wie Sie wollen. Und Winkel können Sie auch machen. Also von daher geht es ab. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.